Hallo Leute und weiter geht's mit Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ich bin eure Kotelettstanze und wir wollen hier die Geschichte fortsetzen. Natürlich, ich drücke den A-Knopf, um das Ganze zu bestätigen. Und da sind wir mal wieder im guten alten Hogwarts, wo wir noch jede Menge Abenteuer vor uns haben. Und das erste Abenteuer ist möglicherweise in dieser Kiste. Was können wir denn hier machen? Hallo? Diese Kiste hier, die drängt sich förmlich auf, aber da können wir augenblicklich wohl noch nichts mitmachen. Deshalb suchen wir als allererstes ihn hier und denken daran, dass wir unsere Extras wieder freischalten, nämlich das hier. Jawohl. Damit wir auch jedes Mal schön Tausende in die Kasse kriegen, wenn wir hier die kleinen Köttel von dem Typen hier einsammeln. So, da gehen wir mal runter. Und rechtsrum von mir aus. Ich laufe mal ein bisschen vor. Obwohl, dann kriegen wir. Ah, dann kriegen wir die schöne Kohle nicht. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich weiß es doch. Schätzelein, mach mich nicht krank. Oh, hier gibt es jede Menge Kohle einzusacken. Bin mal gespannt, wohin uns die Reise diesmal führen wird. Ich nehme mal an, zum. Tja, wohin wohl? Zum Hagrid möglicherweise, denn der wohnt ja hier drüben. Ich glaube übrigens, hier oben gab es irgendwie noch ein... So ein Kopf. Wisst ihr, hier so ein Charakter zum Einsammeln. Dazu bräuchte man aber einen Besen, ne? Naja, ist ja egal. Wir nehmen auf jeden Fall unterwegs hier noch die paar Stats mit und dann wollen wir mal gucken, wohin der Kollege uns hier führt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir zu Hagrid müssen. Ja, der steht schon da unten. Ich werde jetzt mal auf die Stats verzichten, da werden wir im Laufe des LPs noch genügend von bekommen. Und dann gehen wir mal hier rein in die gute Stube und gucken mal, was der alte Hagrid uns zu erzählen hat, wa? Oho. Oh, wie süß. Ein krankes Einhorn. Und der alte Schlawiner, der hat uns mal wieder belauscht hier. Aber das scheint nicht das einzige Übel zu sein. So, wir erinnern uns, im Film mussten die Jungs hier und Hermine mit Hagrid in den verbotenen Wald gehen, nachdem sie in der verbotenen Abteilung erwischt worden waren. So oder so ähnlich hat es sich zugetragen und das werden wir jetzt hier natürlich, so wie es aussieht, nachspielen. Kotelett, wa? Oh, so, wen haben wir denn? Wir haben hier als neuen Charakter den Köter, mit dem wir buddeln können. Das erinnert mich daran, dass wir auch das schneller Graben wieder einschalten. Fortsetzen. So, und dann können wir nämlich mit... Alter, geh weg, du Stück Dreck, ey. Dann können wir hier nämlich buddeln und wie wir gesehen haben, das geht jetzt super schnell. Normalerweise dauert das ein bisschen länger. Ich werde mal eben das Ding da wegknattern. Dann gehen uns die Viecher hier nicht so auf den Sack. Ah, da scheinen wir nichts von zu haben. Okay. Ach, guck mal hier, da können wir einen Schüler befreien. Machen wir das mal. Geh weg, du garstige Pflanze. Hallo. Ja, kam etwas zeitverzögert, aber Hauptsache es kam. Ja,
Ah, hier scheint man nur Stats von zu bekommen. So, wollen wir mal gucken, was wir hier machen können. Geh weg, du kleines Elend. Was ist das denn? Maulwurf, ne? Ah, da können wir vielleicht später hin. Igitt, geh weg. Kann man die nicht vertreiben hier mit dem... Ja, kann man. Ah, das Herz ist... Oh Gott. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oh. Also das scheint hier alles nur Gimmick zu sein, nenne ich es mal beim Namen. Das ist nicht wirklich zielführend. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen Progress machen. Also die Leiter hoch, den Baum hier, den haben wir ja eben gerade irgendwie zusammengebaut. Und da höre ich schon wieder irgendwelche komischen Wichtel oder irgendwelche Viecher. Jetzt ist die große Frage, wie wir mit dem Köter hier hochkommen. Ach so, der kann auch eine Leiter klettern. Na, hervorragend. Ist klar. Aber wir beschweren uns mal nicht. Hauptsache, es geht voran hier. Oh, Spinnennetze kaputt machen. Zur Kenntnis genommen. Da gehen wir nochmal ganz schnell zurück. Wir können es ja ruhig mal ein bisschen Zeit lassen, ja? Ja, dich habe ich gesehen da oben, aber das hat leider nicht gezählt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was zu den Spinnennetzen zählt und was nicht. Vielleicht zählen die aber auch nur in diesem Areal hier, wo wir uns jetzt gerade befinden. Weil ich denke mal, das werden wir relativ schnell rausfinden. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das hier ordentlich wegkriegen. Jawohl, geh weg. Hallo. So, den haben wir auch mal ins nächste Leben geschickt. Keine Ahnung, was das war vorhin. Hagrid lässt sich hier auf jeden Fall ganz schön verarschen. Ich nehme mal ihn hier. Der kann den Zauber ja auch. Ah! So eine Blume mussten wir hier sammeln, okay. Wir nehmen alles mit, was wir bekommen können, ist doch klar. So, das da vorne ist für Schwarzmagie. Ah, gibt's doch nicht. Alter, wie viel Schaden das gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Alter, gib mir den Tausender. So. Unfassbare Szenen spielen sich hier ab. So, dann holen wir uns den wenigstens gleich wieder. Machen hier nochmal ein bisschen Buhai. So, du graben. Habe ich mir etwas anders vorgestellt, aber ich denke mal, das war so gewollt. Alter, ich krieg das Ding nicht anvisiert. So, jetzt. Das ging ja gerade nochmal gut. So, wo kommt denn das her? Von da oben. Haben wir.
Das geht uns schon mal nicht mehr auf den Sack. So, du hier vorne. Halt doch mal den Zauberstab da dran. Also manchmal klappt das so und huch. Ja, wie bei denen hier. Und manchmal muss man die anschießen. Das Konzept ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Also diese Runden hier, die muss man anknattern. Und die hier, die kann man irgendwie so vertreiben. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. So, haben wir. Alles tutti. Freddy Malone regelt das. So, haben wir auch. Weg. Was haben wir hier denn? Uiuiui, Tiffy. Okay, ich denke mal, das musste so. Ah, das sind fiese Fallen hier. Da verliert man einfach mal so direkt ein Herz, indem man hier einfach nur... Seht ihr das? Indem man hier einfach nur so lang geht. Was macht er denn da? Immer locker durch die Hose atmen, bitte schön. So, Herzen haben wir voll, super. Na, ah, die trollen mich hier irgendwie. Ich habe das Gefühl, hier geht mir gleich wieder so ein Ding auf den Senkel. Kann man schwimmen? Ah, man kann schwimmen. Okay, dann schwimmen wir mal. Das war nicht so geplant. Oh, Hagrid hat übrigens eine Armbrust, sehe ich gerade. So, was können wir denn hier machen? Okay, Fische retten. Machen wir. Die armen kleinen Fischis. Na gut, wir waren natürlich auch hauptverantwortlich für das kleine Malheur hier. Da ist es ja nur recht. Rechtens, dass wir die hier auch retten. So, sehr schön. Haben wir wieder ein kleines Geheimnis nebenbei aufgedeckt. So, hier vorne. Irgendwelche Viecher, die mich fressen wollen? Nein. Dann mach doch mal das Ding hier frei. Oh, das ist was für Hagrid. Okay. Meine Güte, gibt es hier viele Sachen. Das war einfach nur Kohle. Okay. Los, Hagrid, du bist ein starker Mann. Ah, hier musste man sogar runter. Seht da mal. Und da oben... Da oben habe ich schon wieder die nächsten nervigen Viecher gesehen. Okay. Erstmal hier. Köter. Stein. So. Machen wir das mal mit Hermine. Ah, da komme ich so noch nicht ran. Muss mal kurz überlegen, wie ich das mache. Du gehst da mal weg, bitte. So. Ich hoffe, das kippt jetzt nicht sofort um, wenn ich darauf springe. Ah. Okay. So, ich hoffe, ich kriege das ganze Ding hier auch nochmal... Du gehst mal weg da oben. Auseinander, jawohl. So, einmal. Machen wir den mal dahin und den... Den gelben einfach irgendwie davor. Naja, wird schon halten.
So, Hauptsache wir sind oben und schießen sofort dieses Teil da oben ab. Na, das scheint uns hier nicht weiterzubringen. Das ist wieder so ein Schwarzmagie-Teil. Okay. Dü-dü-dü. Juhu. So, alles kaputt machen, links und rechts. Ah, da oben gibt es noch einen Tausender. Und überhaupt geht es hier weiter. So, den haben wir. Hagrid. Hagrid, der hat hier so eine Armbrust. Ist auch ganz nett. Der kann aber nur, achso, der kann auch zaubern. Ah, im Film darf er das nämlich eigentlich nicht. Er macht es zwar hin und wieder, aber eigentlich hat er Zauberverbot, weil er als Schüler, das kommt später erst raus. Ich sag mal, also er hatte schon immer ein Faible für außergewöhnliche Tiere. Und Lord Voldemort, als der noch nicht böse war, sondern selber noch Schüler an Hogwarts, der hat ihn dann verpfiffen, dass er sich so eine große Spinne hält, die man ja später auch nochmal trifft in den Filmen. Und ja, daraufhin hat er halt Zauberverbot bekommen und ist seither der Wildhüter von Hogwarts. So, machen wir die nochmal weg hier. Ich habe ja insgeheim die Hoffnung, dass man da nochmal irgendwann was für bekommt, wenn man die alle wegmacht hier. Beim Augenblick, ja, sieht es halt noch nicht so aus. So, du holst mal bitte den lilanen Knatterstab raus. Habe ich das noch bekommen? Keine Ahnung. Okay, dann wollen wir hier mal reingehen. Pferdchen. So, der wäre fürs erste vertrieben. Das Level haben wir abgeschlossen. Da wollen wir mal gucken. Hauswaffen. Haben wir, meine ich, 2 bekommen, genau. Wahrer Zauberer haben wir leider auch nicht geschafft, aber wie gesagt, das hinter, also später mit dem Multiplikator wird das alles unglaublich einfach. Schüler in Gefahr, den haben wir auf jeden Fall gerettet unterwegs, dafür kriegen wir auch einen goldenen Stein in die Tasche gesteckt. Level abgeschlossen, Schüler in Gefahr, super. So, damit gehen wir wieder in den tropfenden Kessel. Denn da unten, der kleine Harry, der da so erscheint, der sorgt dafür, dass das Spiel gespeichert wird. Ich mache an der Stelle, wie gewohnt, einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 mit der Kotelettstanze. Bis dann.